Dann leg mal los. Einen wunderschönen guten Abend von mir, von Marian. Herzlich willkommen zum OneCast Nummer 34. Martin, korrigiert. Ach Gott, irgendwie merke ich mit den Nummern der OneCasts nicht. Jedenfalls ein Hallo an Martin, ein Hallo an all unsere Zuseher und Zuseherinnen. Wir haben heute ganz spannende Themen für euch. Ja, Martin, jetzt bist du am Wort. Ja, guten Abend. Ja, schön, dass ihr wieder da seid, dass ich da bin, dass der Marian da ist. Und ja, zur 34. Folge, genau, ich zähle immer für den Marian mit. Ja, dann lasst uns doch am besten direkt anfangen mit einer Information, die in der Ankündigung nicht stand. Und trotzdem sind ein paar Leute da, nämlich es gibt was zu gewinnen, Marian, habe ich gerade eben noch von dir gehört. Richtig, ja. Und dieses kleine Gewinnspielchen werden wir im Laufe der Sendung bekannt geben. Nicht, dass ihr da jetzt einmal kurz einschaltet wegen den Gewinnspielen und wieder wegspringt, sondern ganz spontan werde ich das dann kurz announcen. Der Grund auch ist etwa, ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Und ja, deshalb bleibt einfach dran. Und Jo. ihr könnt gewinnen, nur zur Info, Just Cause 3. Das Spiel kostet, wenn man so im Laden um die Ecke kauft, ich glaube 50 €, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also für den PC, ganz wichtig. Da schicke ich euch dann einen Code zu dem Gewinner oder der Gewinnerin. Ja, stay tuned. Jo, ich verfolge schon hier, es wird gerade schon fleißig gechattet nebenbei. Und verfolge ich natürlich, da wird schon geschrieben, so, wir wollen heute was hören über Windows 10 Mobile und so. Und das ist ja ganz witzig, der Marian und ich haben uns gestern so darüber unterhalten, was wir heute in der Sendung besprechen möchten und so. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einmal eine Sendung haben, wo wir nicht die ganze Zeit über Windows 10 Mobile quatschen, weil irgendwie, es macht halt auch irgendwie wenig Spaß, das Thema nach wie vor. Und ja, so viel gibt es eigentlich auch jetzt gar nichts Neues zu sagen. Gestern gab es eine neue Version und der Rollout ist mal wieder, steht mal wieder vor der Tür, ja. Wie so oft. Und ja, ob er dann wirklich jetzt auch im März stattfindet, werden wir sehen. So ganz, ich wollte das Thema wirklich heute überhaupt nicht aufgreifen, aber so ganz kommt man doch nicht drum rum, weil ich hatte soeben so ein Aha-Erlebnis, so vor einer Stunde, bevor die Sendung losging, hat Google ja Android N, die erste Vorabversion, veröffentlicht. Und dann bin ich mal auf die Seite, also auf die Homepage von dieser Preview und habe mir die mal angeguckt und war komplett schockiert, weil ich dann so den Gedanken hatte, denke ich, guck mal an. Auch so eine Preview, das geht ja auch mit Plan. Also, das kann man ja auch strukturiert machen. Also, richtig, richtig schöne Seite mit einer Roadmap drauf, wann die einzelnen Previews kommen, Alpha, Beta und so weiter und wann das Ding dann released wird. Nicht so mit, wir fangen jetzt mal an und neue Versionen gibt es, wenn gerade zufällig mal was fertig ist und ja, released wird es auch irgendwann mal, sondern so richtig komplett mit Plan. Da sieht man dann doch gewisse Unterschiede in der Herangehensweise. Und ja, das hat mich dann doch ein bisschen ja, regelrecht schockiert, muss ich echt sagen. Ich habe mich da vorher noch nie so mit befasst gehabt. Witzig, also das ist komplett an mir vorübergegangen. Was hat Google wann announced? Ja, vor einer Stunde. Es ist auch Ach, wirklich okay. die erste Alpha von Android N, also der neuen Android-Version. Ach, witzig. Die unter anderem auch Multi-Window-Support bekommt. Na, das Och. guckt mal an, ne? Ja, als ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Übrigens, das hat sich jemand gemeint, dass ich übersteuert bin. Ich hoffe, das habe ich jetzt gelöst. Ich habe einfach den Mikrofonlautstärke runtergedreht. Also hoffentlich passt das. Ja, wir hatten beim letzten Mal schon, gab es das Feedback, dass wir auch so unterschiedlich laut gewesen wären. Vielleicht könnt ihr da mal kurz gern was in die Kommentare oder so reinschreiben, weil uns fällt das natürlich nicht auf. Also ich höre mich und der Marian hört sich und wir hören uns gegenseitig, aber wir regeln das natürlich auch über die Lautsprecher. Wir hören natürlich nicht, wie das unterschiedlich vielleicht dann über den Channel rausgeht. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also einfach kurz Bescheid sagen, ob das passt, weil ja, wie gesagt, leider bin ich, beziehungsweise sind der Martin und ich noch nicht so lange im TV-Geschäft, weil
Die Moderatoren hören sich ja immer selber mit dem Stöpsel, den sie da im Ohr haben, hören sie die Regie und sich selbst teilweise. Und das geht, ich kann das einfach nicht. Das, wenn ich mich selbst höre und dann auch einmal doppelt und einfach hier fürchterlich. Noch ein bisschen runterdrehen, sagt er. Okay. Mein Gott. Ich höre mich normal an, schreibt da jemand. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Okay. Ja, lass uns mal mit der Überschrift des Tages beginnen. Ich habe ja geschrieben, so Microsoft und seine und Microsoft und die Consumer, die ewige Hassliebe. So, das ist ja im Moment tatsächlich so ein spannendes Thema, vor allen Dingen, weil man irgendwie nicht so richtig weiß als Consumer, woran man denn bei Microsoft jetzt eigentlich ist und was die wollen. Also ich sage mal so, von Seiten der Consumer gibt es diese Hassliebe ja schon ewig. Ja? Es wird ja gemeckert, wurde ja schon immer gern über Windows. Aber wenn man sich im Moment so das große Ganze anschaut, dann, ja, dann hat es da so ein paar irritierende Dinge, finde ich. Also bei Windows 10, also bei Windows Mobile, Windows 10 Mobile oder so, kann man ja sagen, da gibt es wenigstens eine eindeutige Botschaft an die Consumer, ne? Geh weg. Ne? Und ansonsten ist das für mich aber so ein, ja, so ein bisschen undurchsichtig. Es gibt schon Dinge, wo du siehst, wo die richtig Gas geben, also auch bei der Xbox und so. Und dann die anderen Themen, so wie diese Entertainment Services und so, wo ich immer den Eindruck habe, das ist irgendwie nicht so richtig ernst gemeint. Also das ist so, man hat da was, dass man was hat und es fehlt aber einfach zu viel. Also das ist, man hat nicht den Eindruck, dass da jemand richtig dahinter ist und sagt, ich brauche da so ein vollumfängliches Konzept oder wie siehst du das? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, also ich würde gern wissen, ob es bei Microsoft so eine Prioritätenliste gibt, ob, also die Microsoft-Mitarbeiter arbeiten, bekommen alle eine Scorecard jedes Jahr, die rot, orange oder grün ist, also Ampelkarte klassisch. Und diese Ziele haben sie mindestens zu erreichen und zu erreichen, und wenn sie es nicht erreicht haben nach einer Zeit und so weiter, gibt es Konsequenzen, bla bla bla. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass Windows 10 Mobile oder Windows Mobile grundsätzlich jetzt nicht den höchsten Stellenwert im Unternehmen momentan hat. Zumindest, ich weiß es, also mit der Geschichte, dass das Update nach wie vor noch nicht draußen ist für existierende Geräte, dass die Previews sich doch relativ Zeit lassen, und mit dem Desktop absolut nicht Schritt halten. Versionsnummer, sie sprechen zwar eine andere Sprache, aber Okay, ist dann jetzt aber wieder. Also ja. also gestern gab es ja, also das kumulative Update, das gestern erschien, war ja tatsächlich für Desktop und Mobile dasselbe, zumindest Absolut, für die ja. neuen Geräte. Absolut, nur auf dem Desktop habe ich eine finale Version, die funktioniert, und auf dem Mobile habe ich immer eine Preview, und eben das meine ich damit. Und also ich habe das Gefühl, dass der Fokus im Moment auf Linux, auf SQL, auf Linux liegt, auf Azure, dass man Windows Server 2003 jetzt doch nicht mehr so End of Life macht, sondern wenn du es auf Azure machst, dann darfst du Windows Server 2003 nach wie vor verwenden und anderen Sachen. Also ich glaube, man fokussiert sich auch auf Bereiche, die auch ein Microsoft regelmäßig Geld bringen, was Windows 10 Mobile ja nicht wirklich tut. Also ich gebe dir in dem Punkt recht. Jetzt quatschen wir doch wieder so viel drüber, aber es lässt sich anscheinend ja nicht vermeiden. Man kann nur den Eindruck haben, irgendwie bei der Geschichte, dass das nicht so richtig ernst gemeint ist. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Wobei ich dann auch immer wieder so ketzerisch sage, ich möchte mir immer einreden, dass sie das mit geringer Priorität behandeln, weil jeder andere Gedanke wäre noch unerträglicher. Ja? Wenn die seit einem halben Jahr Vollgas geben und trotzdem nichts auf die Kette bringen, dann wäre das ja umso, wär das ja umso tragischer. Ja, sei es drum. Aber ich gebe dir recht, ich sehe es auch so, dass man momentan halt einfach schaut, und das ist ja sogar legitim, wo ist das Wachstum? Wo entwickeln sich die Märkte? Und da ist halt beim Thema Cloud, geht halt momentan der Punk ab. Und da wird es in den nächsten Jahren noch
Wird noch wahnsinnig viel passieren. Und da muss man natürlich dabei sein. Und dass man da im Augenblick Vollgas fährt, das ist auch wichtig und richtig. Nur andererseits denke ich auch immer, das ist so ein großer Laden. Es muss ja auch möglich sein, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ne? Und wobei, mir geht es gar nicht so um den Zustand einzelner Produkte, mir geht es eher so um die Frage, wie ist die Strategie? Und da ist es eben so, das ist für mich so widersprüchlich auch. Also auf der einen Seite sieht man, man gibt bei dem Thema Gaming, gibt man unwahrscheinlich Gas. Ja? Also jetzt hier mit Xbox und Windows 10 und so, mit dem Crossplay und Crossbuying und so. Darf ich dir noch kurz... Also, ja. Und trotzdem gibt es wieder Leute, die sich da offenbar oder die das stört, die der Meinung sind, Microsoft macht das kaputt, die Xbox, also die groß auf den Tisch hauen und herumpoltern und herumrandalieren, aber dabei ist es doch genau das, was man vor Ewigkeiten mehr oder weniger den Leuten versprochen hat, und zwar, dass man Windows wieder in den Mittelpunkt des Gamens rückt. Und ich finde das konsequent und gut. Und das bringt ja Geld. Ich finde es auch okay, weil ich habe aber allerdings auch nicht, wie soll man sagen, ich habe da den Eindruck, das verfolge ich auch in den Kommentaren bei uns immer wieder, gerade bei den Konsolen-Gamern, ja, da ist man mitunter wohl anscheinend sehr militant und auch sehr, hat man sehr klare Grenzen oder grenzt sich eben sehr, sehr stark ab zu anderen Plattformen. So. Kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Kann ich aber auch nichts zu sagen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, die Leute sind doof, weil steht mir auch nicht zu. Dafür bin ich auch zu wenig der Hardcore-Gamer. Ich kann nur für mich persönlich auch sagen, ich finde das cool. Und also, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich spiele auf beiden Plattformen, weil ich würde gerne auf beiden Plattformen spielen, kommen aber ja fast zu nichts. Der Hardcore-Gamer. Und ich finde dieses, an der Stelle finde ich die Strategie schon sehr cool. Und da sieht man, das ist ja wohl eindeutig consumer-lastig. Ja? Also von daher zu sagen, Microsoft mag mit den Consumern nichts mehr am Hut haben, wäre falsch. Übrigens, weil da vorhin gerade im Chat gleich die Frage kam, ist es ernst gemeint mit diesem Geweck? Nein, das war natürlich Spaß und sarkastisch ausgedrückt von mir, aber es ist eben so, dass da wird halt eben nichts mehr getan. Das sieht man also auch. Die Leute, die sich halt dann immer wünschen, es käme vielleicht mal ein schicker Werbespot im Fernsehen oder so, das kann man sich halt abschminken, das wird nicht mehr passieren, das wollte ich damit eher ausgedrückt wissen. Ja, wie gesagt, beim Thema Gaming ist es für mich klar, da kann man es ja nur auf die Consumer abgesehen haben. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Oder du sollst nicht hier vorn gucken, weil es geht auch auf die Bandbreite dann nee. Ach, nein, ich versuche eben das Gewinnspiel fertigzustellen, nur irgendwie gelingt mir das gerade nicht, weil mir ein WordPress mir einen Strich durch die Rechnung macht. Ach Gottchen, naja. Bin ein bisschen abgelenkt dadurch, sorry. Tja, Vorbereitung ist alles, ne? Ich quassel dann einfach mal so ein bisschen weiter. Ja, wie gesagt, beim Thema Gaming ist es für mich klar, da ist die Liebe zum Consumer eindeutig noch da. Und bei all den anderen Themen, wie jetzt, sagen wir, Windows allgemein oder eben dann bei den Entertainment-Diensten, also da muss meiner Meinung nach irgendwas passieren, so in den nächsten, was weiß ich, im nächsten Jahr oder so. Also entweder man macht das gescheit, ja, und betreibt es mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, oder man lässt es halt einfach bleiben. Und da würde ich gerne irgendwie ein Signal sehen. Da habe ich auch den Eindruck, das Ganze dümpelt so ein bisschen einfach vor sich hin. Ja, also ich glaube, dass das nicht nur für uns Consumer wichtig wäre, sondern auch für die Unternehmen, die auf die Plattform setzen, weil das gilt jetzt grundsätzlich im Allgemeinen. Unternehmen müssen ja eine gewisse Zeit voraus planen, und es wäre doch grundsätzlich blöd, wenn man diese Unternehmen jetzt zuerst davon überzeugt, Windows zu kaufen und Windows 10 Mobile-Geräte, so wie es die New Yorker Polizei jetzt quasi den Deal fertiggestellt hat, oder das Verteidigungsministerium in den USA, und dann auf der anderen Seite gibt es dann aber
so quasi so ein bisschen Diskrepanzen dem Ganzen dann, wo man dann auf einmal liest, und zwar nicht von Microsoft, sondern von Quellen. Ja, Microsoft konzentriert sich nicht mehr darauf und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, die nicht gut sind und die aber Microsoft grundsätzlich von sich aus klarstellen sollte. Egal, ob es jetzt Windows Mobile ist oder grundsätzlich. Das ist doch für den Kunden grundsätzlich ein Thema. Hey, ich kaufe da jetzt ein Produkt. So wie es Satya Nadella vergangenes Jahr, glaube ich, war das, wo die Surface Pro 3 Gerüchte aufkamen. So wie es der Nadella letztes Jahr eben in Surface Pro 3 gemacht hat, mit hey, wir halten uns Surface fest, Punkt. Und das braucht es, egal jetzt welches Microsoft-Produkt es grundsätzlich Ja, betrifft. genau. Solche Statements, wobei die natürlich dann auch glaubwürdig klingen müssen. Nicht so wie jetzt beispielsweise beim Thema Kinect oder so, wo dann halt so halbgar, ja, wir sind voll committed und überhaupt und ja, wo du dann immer denkst, da spricht irgendwie ein Bundesliga-Präsident über seinen Trainer, wo du weißt, okay, dann morgen wird er gefeuert. Ja, wie gesagt, es ist für mich vieles so widersprüchlich. Bei diesem Thema, wie ernst nimmt man dieses Consumer-Geschäft noch? Ich dürfte ja eigentlich gar nicht drüber reden, weil das immer noch geheim ist. Wobei ich mich frage, was die Konsequenz ist, wenn ich diese Geheimhaltung verletze. aber es ist ja quasi ausgeplaudert. Marie-Jo Foley hat gestern drüber gebloggt, dass man die ganzen Consumer-MVPs, zu denen auch ich gehöre, irgendwann im Laufe dieses Jahres nach Haus schickt. Also alle Leute, die im Consumer-Bereich, in den Communities aktiv sind und die dafür die MVP-Auszeichnung in den letzten Jahren erhalten haben, kriegen die nicht mehr. Und das ist meiner Meinung nach schon auch wirklich schon wieder ein recht starkes Signal, in die Richtung zu sagen, so, naja, so wichtig ist das alles nicht mehr. Wir gucken lieber, auf die Sachen, wo richtig Business gemacht wird. Und das ist natürlich schade, ist der schöne Titel weg. Damit kann ich aber leben. Bin auch zuvor glücklich gewesen ohne den Titel und werde es auch ohne ihn weiterhin sein. Aber es ist einfach schade, weil es wieder einmal mehr so ein Signal eben ist, wo man sich als Home-User oder als Consumer eben so ein bisschen verlassen fühlt und denkt, okay, so die steuern da eigentlich in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Absolut. Und also ich bin mir nicht ganz sicher, was das Canceln des MVP-Programms in den Consumer-Themen schadet es Microsoft, dass sie das jetzt fortsetzen, so wie es ist. Weil in Wahrheit sind das doch kostenlose Support-Mitarbeiter, übertrieben gesagt, Leute, die dem Konzern und auch den Plattformen, die der Konzern zur Verfügung stellt, positiv gegenüber eingestellt sind Naja, klar. und Communities Billiger kannst du es aufbauen. nicht haben. Ja, was Nein. heißt, naja, und Leuten helfen, wie zum Beispiel, wenn du hast ja eines, glaube ich, wenn nicht das größte Windows-basierend, also Windows Community in Deutschland und so weiter und so fort. Und das ist doch gut für Microsoft, wenn man solche Influencer hat, die man bei der Stange hat, die man manchmal mit Geräten versorgen kann zum Testen und so weiter und so fort. Und das verstehe ich dann eben so ein bisschen nicht, was und wieso das Ganze jetzt dann eingestellt Ja, wird. wie gesagt, verstehen tue ich es auch nicht mehr sehen soll. Da gibt ja sicherlich noch weitere Infos dazu. Es soll auch so eine Art Nachfolgeprogramm dafür geben für die Leute, die dann da rausfliegen. Wir werden sehen. Wie gesagt, aber das ist halt auch wieder so ein Signal, das ich nicht so richtig verstehe. Gut. Womit machen wir weiter? Wir wollten auch über das Galaxy Tab Pro S sprechen. Und Ist es denn wieder Marian hat aufgeladen? sich super vorbereitet auf die Sendung heute und hat 30 Sekunden vorher angefangen, das Gewinnspiel vorzubereiten. Ich habe ungefähr eine Minute vor Sendebeginn gemerkt, dass der Akku leer ist von diesem Ding. Mal gucken, ob er sich inzwischen ausreichend erholt hat. Wenn nicht, fange ich schon mal ein bisschen an zu quasseln darüber. Ich weiß nicht, wer heute zufällig den Artikel gelesen hat. Den ich geschrieben habe, warum Samsung ausgerechnet jetzt mit einem Windows-Tablet angreift. Das fand ich nämlich deshalb ganz spannend, weil die Antwort auf diese Frage sehr langweilig ist. Und also ich kann mich erinnern, als das Thema aufkam, also
Man hat ja letztes Jahr schon mal gehört, so Microsoft ist wieder so ein bisschen auf Schmusekurs zu Samsung und die Microsoft Apps kamen dann auf die Galaxy Smartphones. Und dann hat Samsung auf der CES eben ein Windows Tablet angekündigt und es kam natürlich sofort, wie es kommen musste. Die Leute haben gleich spekuliert, so, au, geht es jetzt richtig los? Gibt es jetzt dann auch eine Windows-Version von dem S7 und so? Und hat man sich gleich große Hoffnungen gemacht. Und wie gesagt, die Erklärung, ich war da ja dann letzte Woche in Köln gewesen, als wo Samsung dieses Galaxy Tab Pro S vorgestellt hat. Und da wollte ich natürlich auch das wissen, warum macht ihr das jetzt? Ja? Und wie gesagt, die Antwort darauf, total langweilig, war die, dass man hier ganz einfach einen großen Markt sieht, der sich entwickelt. Man geht davon aus, dass man im Bereich Android nicht mehr so toll wachsen kann, was also gerade was Tablets angeht. Wohingegen man bei den Windows-Geräten, bei den Two-in-Ones, also wirklich eine regelrechte Explosion voraussagt. Also die haben Zahlen vorgelegt, wonach allein in diesem Jahr gegenüber 2015 sollen die Stückzahlen um über 80% steigen. Und dann bis 2019 oder so soll sich das nochmal verdoppeln, dieser Markt. Also da kommt richtig Musik rein und da wollen die einfach am Start sein, wenn die Nachfrage da entsteht. Und deswegen gibt es dieses Galaxy Tab Pro S eigentlich ganz, deswegen sage ich ja eigentlich eine ganz langweilige Begründung. Ja, naja, du, dort, wo das Geld versteckt liegt, sollte man sich auch hinbegeben. Nein, noch kurz zu dem Thema Geld machen. Also ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass irgendein OEM bis auf Samsung Kohle mit Android-Geräten macht. Ich kann mich dunkel an eine Statistik erinnern, dass 98% des Android-Marktes von Samsung dominiert wird und die einzigen sind, die damit Kohle machen. Das mag sein, ja. Aber auch da, ja, hat man ja letztes Jahr schon gesehen, wenn dann mal so ein aktuelles Smartphone-Flaggschiff nicht so richtig läuft, dann hat man sofort Probleme. Also dann drückt es sofort auf die Bilanz. Und die Leute verzeihen da ja nichts, ne? Die Aktionäre, wenn dann einmal, wenn die Steigerungsrate nur stagniert, ja, dann wird man sofort abgestraft an der Börse und dann wird sofort hier groß von Krise gesprochen. Ja, ich finde dieses Galaxy Tab Pro S deshalb interessant, weil es so ein ganz anderes Konzept ist als das Surface. Und was die Leute natürlich tun, wir mit der Windows-Brille, ist das Gerät natürlich mit dem Surface Pro 4 zu vergleichen, weil es zwängt sich ja auf. Also das Ding hat ein Core M-CPU, sowie die kleinste Version von dem Surface Pro 4. Kostet auch genau dasselbe, also rund 1000 Euro. Und ja, ich habe so ein Artikel, erste Eindrücke veröffentlicht und dann kam sofort so die Rückmeldung, ach, für das Geld würde ich mir aber sofort lieber das Pro 4 kaufen und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Das betrifft mich selber auch, also diese Meinung habe ich selber auch. Ich würde mir auch lieber ein Pro 4 kaufen, wenn das Samsung nur 500 Euro kosten würde. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sage, das ist ein schlechtes Gerät, sondern es ist einfach ein anderes Konzept. Wenn wir uns das Ding hier mal angucken, also es ist schon sehr sexy, ja. Also es ist einfach, es ist halt ein Tablet. Ja? Welche Materialien verwendet Samsung? Und bitte? Aus welchen Materialien besteht das Gerät? Also die Rückseite hier ist auf jeden Fall Kunststoff. Was aber wirklich ist, also ich habe es schon probiert, so, ist ja nicht meins, man kann ja ein bisschen, da kann man ja ein bisschen mutiger sein. Das ist wirklich, obwohl das so dünn ist, 6, irgendwas Millimeter nur, nicht, dass ich es jetzt vor laufender Kamera zerbreche, aber ich habe wirklich mit Kraft hier versucht, das Ding zu verbinden und so und du kriegst nichts hin, also du schaffst es nicht mal, dass sich hier an der Vorderseite irgendwas zeigt, du kennst es, wenn du so ein bisschen billigeres Tablet in die Hand nimmst und so von hinten drauf drückst, dann siehst du sofort diese Druckstellen von dem Display, das hast du hier wirklich überhaupt nicht. Das Display ist natürlich, das wird jetzt natürlich in der Kamera, jetzt habe ich auch noch irgendwas gestartet, das wird man jetzt hier, wenn ich das in die Kamera halte, natürlich nicht so doll sehen.
ist halt Samsung-like sehr gut. Ist auch in der Standardeinstellung entsprechend überzeichnet, so wie man das von Samsung kennt. Und ich persönlich mag das auch nicht so dolle. Das kann man aber einstellen. Also da gibt es verschiedene Farbprofile. Und da kann man dann auch eine etwas konventionellere Einstellung wählen. Dann sieht es eigentlich ganz normal. Dann ist es ein tolles Display, aber eben nicht mit diesen übertriebenen Bonbonfarben, wie man sie bei Samsung kennt. Das, was mich jetzt nochmal um zur Preisfrage zurückzukehren, da, also das finde ich jetzt sehr spannend. Zum Beispiel Microsoft setzt ja beim Surface Pro 4 und beim Surface Book ja auf dieses Magnesium-Aluminium-Gehäuse und hat einen recht guten Preis, würde ich meinen. Also ich halte die Surface-Geräte nicht für überteuert. Und jetzt kommt Samsung in einer ähnlichen Preisregion, verlangt mehr oder weniger das Gleiche für eine, ja, schlechtere Ausstattung fast, würde ich meinen. Also Ja, wie gesagt, ich tue mich schwer. Ich tue mich wirklich schwer zu sagen, das Ding ist schlechter, weil ich finde, dass es einfach ein komplett anderes Konzept ist. Guck mal, du hast hier, wenn wir jetzt durch die Windows-Brille sehen, und ich glaube, wir so die Windows-Boys haben natürlich immer so diesen Produktivitätsanspruch. Da haben wir erstmal geguckt, oh, ist da Full-Size-USB irgendwo? Nee, haben wir nicht. Wir haben nicht mal einen Micro-SD-Slot hier. Also viel K.O.-Kriterien zu sagen, pff, was will ich denn mit sowas? Ich glaube aber, hoffe, was heißt hoffe, eigentlich kann es mir egal sein, wie sich das Ding verkauft. Ich glaube, dass man hier wirklich bewusst den anderen Ansatz gewählt hat und ganz gezielt ein Tablet konstruiert hat, das eben auch Produktivitätsfeatures hat. Und wer weiß, ob man damit nicht eine ganz andere Zielgruppe sich erschließt. Weißt du, wenn du. Also Surface-Nachbauten hat es ja jetzt wirklich genug am Markt. Und wenn du dich ein bisschen abheben willst, dann musst du sowas machen, wie das jetzt Samsung hier getan. Ob das nachher funktioniert, das werden wir sehen. darf ich nur noch eins aufgreifen? Du hast für Windows Boys gesagt. Ich glaube, wir sollten Ja. unseren Cast umbenennen, und zwar die Talkshow mit den Windows Boys. Können wir gleich abstimmen Ja, aber lassen. also, solange ich nicht mit freiem Oberkörper hier sitzen muss, ist. Wobei, lass mich mal noch ein paar Monate ins Fitnessstudio gehen. Ich bin gerade wieder einigermaßen in Form. Dann machen wir vielleicht mal auch sowas. Ja? Die machen wir hier ein auf die Chippendales. Ja, ja, also ich habe das Ding jetzt gerade mal hier nebenbei in diese Hülle verpackt. Und dann ist das schon schick. Also kannst du hier jetzt das Teil so in die Hand nehmen. Und kannst es so transportieren. Das ist die Schutzhülle, das macht schon sehr. Das wirkt so tatsächlich sexier als zum Beispiel ein Surface Pro. Und ist auch deutlich dünner. Ich habe mal Fotos gemacht, werde die dann auch noch veröffentlichen. Wenn es um das Thema Arbeiten geht, ich versuche das jetzt hier gerade mal so zu zeigen, dann gibt es hier so einen Aufstellmechanismus, den ich nicht in der Luft zeigen kann, weil das Ding dann nämlich sonst auseinanderfällt. Also das ist tatsächlich nicht sonderlich stabil in zwei verschiedenen Winkeln. Einmal, das war der eine, so. Und dann kann ich das hier noch so einmal umklappen und dann liegt es dann, also wenn das jetzt die Tischplatte wäre, dann liegt das hier so halb flach. Aber man sieht auch zum Beispiel an der Tastatur, also ist jetzt zum Beispiel auch mit einem Typecover vom Surface Pro 4 nicht zu vergleichen, hat einen viel kleineren Hub, schreibt sich deswegen auch nicht so wie eben auf einer vollwertigen Tastatur. Deswegen, ich kann mich da immer nur wiederholen, kann sagen, dieses Gerät ist durch und durch Tablet und ist auch als Tablet gemeint. Und man kann auch produktiv sein damit, während hingegen ich beim Surface Pro 4 denke, dass der Ansatz genau umgekehrt ist, dass man eben von der Produktivitätsseite herkommt und sagt, und wenn das Ding dann eben ein reines Tablet sein soll, dann kann ich es auch als reines Tablet verwenden. Ich glaube, das sind die unterschiedlichen Konzepte, weswegen man die Geräte nicht so richtig gegeneinander vergleichen kann. Und wie gesagt, kann es auch nur wiederholen, kann da jedem recht geben. Mir ist ein Surface Pro auch 100-mal lieber. Aber wer weiß, ob es dafür nicht auch eine Zielgruppe gibt, die sagen, nee, eigentlich gefällt mir das so viel besser. Ich kann noch Infos ergänzen, Wie viel die Zoll mit. wurde gefragt? Bitte? Wie viel Zoll wurde gefragt? Was sind das? 12? 12, Auflösung irgendwas? ist. Oh, falscher Fuß erwischt. Ja, 12,5 oder so, glaube ich. Die Auflösung wird wahrscheinlich eh nicht im Surface Pro 4 sein.
Ja, wir hatten es zum Thema Vorbereitung, gell? Ich hätte vielleicht mir die Specs irgendwo. Aber in die gleiche Kerbe schlägt doch auch Huawei oder wie auch Huawei oder wie auch immer die man ausspricht. Die haben ja Ja, mit dem diesem MateBook, genau, die ja. haben ein ähnlich ausgestattetes Gerät mit den M-Core-M-Prozessoren. Die Tastatur ist ebenfalls optional und so weiter. Also ich glaube, die Geräte schlagen in die gleiche Kerbe, Samsung und Huawei mit dem MateBook, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wie gesagt, es ist ja, wie ich schon sagte, Nachbauten vom Surface Pro gibt es ja jetzt wirklich genug. Und jetzt versucht man vielleicht einfach mal was anderes und guckt, was die Leute da dazu meinen. Jetzt gucke ich nochmal, 2160 mal 1440 Pixel ist die Auflösung von dem 12 Zoll Display, genau. 4 GB RAM, dass wir das auch noch erwähnt haben, 128 GB SSD steckt drin. Akku soll 10 Stunden halten, habe ich. Noch, also ich habe noch keine volle Session mit dem Ding durchgespielt sozusagen, als dass ich was dazu sagen könnte, ob das tatsächlich auch der Wahrheit entspricht. Was ich eben noch mal quasi das vielleicht das Thema abzurunden und abzuschließen, die Besinnung der OEMs wieder auf Windows, nachdem ja der Tablet-Markt im Allgemeinen schrumpft und aber die Analysten vorhersagen, dass der 2-in-1-Markt wieder größer wird und steigt. Wenn wir uns jetzt den Preis von dem Samsung ansehen, was wird das kosten? 1000 Euro ungefähr, Daumen, den Daumen. Ja, ISO Und 999. richtig. Und wenn man das jetzt hernimmt und, weil natürlich die Komponenten kosten für das Gerät mehr und so weiter und so fort, aber im letzten Endes bleibt Samsung hier eine wesentlich höhere Marge als mit einem 200-300 € Tablet, das sie mal so rauspressen. Die Kapazitäten brauchen sie sowieso in den Werken für die Geräte. Ob sie jetzt aber die Maschine quasi verstopfen mit dem 200 € Schinken oder stattdessen ein 900.000 € Schinken vom Band laufen lassen, ist dann, glaube ich, dann schon ein Unterschied, auch in den Zahlen, was den Umsatz und dann letzten Endes den Gewinn betrifft. Also ich bin da echt gespannt, was sich da noch tun wird, weil man hat es ja gesehen, nach den Häme, die sich Microsoft hat einfangen dürfen wegen den ersten Surface-Geräten, man erinnere sich, ist das Surface-Business jetzt ein Kinnladen, offener Kinnladen-Business, weil allein im letzten Quartal 30% mehr verkaufte Geräte. Und ich glaube, Samsung und Co. wollen jetzt mitnaschen. Absolut Also, berechtigt. das ist wirklich krass, ja, wenn man sich das so überlegt, wie Microsoft verspottet wurde am Anfang für die Surface-Geschichte. Da haben sie dann auch tatsächlich mal was gekonnt. Ich kann noch ein paar Details rund um das Gerät erzählen, die noch nicht so breit getreten worden sind auch. Es wird voraussichtlich Ende März noch ein Stift auf den Markt kommen für dieses Gerät. Einen Preis dafür gibt es noch nicht. Es wird ein Wacom-Stift sein, der sich per Bluetooth verbindet und den man auch magnetisch irgendwo an dem Tablet, also am Gerät befestigen kann. Ich glaube, irgendwo auf der Rückseite. Allzu viel konnte man mir über den noch nicht erzählen, dass er zwei Knöpfe hat. Einmal als Radierer und einmal als Navigationstaste kann man das benutzen. 1024 Druckpunkte, also ja, ein Stift halt. Und für die Konnektivität, weil wie gesagt, hier gibt es außer USB-C gibt es hier keine Schnittstellen. Und da kommt so ein Multiport-Adapter, der dann wieder einen USB-C-Anschluss hat, einen vollwertigen USB und ein HDMI-Out. Und kostet, glaube ich, 79 € wird es als Zubehör geben. Ja, auch Was beim ich auch Zubehör, ganz. das ist, entschuldige nur, dass ich nur breche, aber auch beim Zubehör, das ist echt witzig. Ich habe ja, Sekunde, mir hat ja Google hat mir das, sorry, jetzt tue ich das Mikrofon. So, bau ruhig ab, ja. Ich mache dann einfach alleine weiter. Zieh So, einfach nur nirgends den sorry. Stecker raus, damit wir auf Sendung bleiben. Nein, Google hat mir das Pixel C geschickt, das jetzt in Deutschland und also im Dachraum jetzt verfügbar ist. Fällt ja schon auseinander. Und naja, das ist halt eben so dieses Dings. Jedenfalls, das Tablet alleine kostet 4,99 € in der 32 GB Variante. Allein zum Vergleich der Surface 3, ja. Und die Tastatur kommt noch, die kommt ja nicht einmal mit dem Gerät, Die sondern, ist ja niedlich. ja, schreibt sich recht gut, also ich bin echt positiv überrascht. Jedenfalls,
Hier. Jetzt wollte ich gerade fragen, wo ist denn da das Touchpad, aber. Und Google langt damit knapp 160 Euro auch nochmal dazu, zu dem Gerät. Also, da sind ordentliche Margen drinnen, muss ich sagen. Also, das ist echt witzig, wie man hier offensichtlich, wie gehört denn das eigentlich jetzt zusammen? Naja, da ist irgendwie. So, jedenfalls, die Hersteller verdienen an den Stiften, an den Keyboards und an den Accessories, da langen sie ordentlich zu und die Leute zahlen das. Und witzigerweise, bitte korrigiert mich jemand auch im Chat und korrigiert mich bitte auch du, es gibt keine Third-Party-Accessories für Surface, zum Beispiel für die Tastatur. Ich habe keine alternative Tastatur gesehen für Surface. Du? Ich meine, die in diesen Port reinpasst und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, also ob das überhaupt möglich ist, also ob an der Stelle, also ob die überhaupt offen sind an der Stelle für so einen Markt. Und dann glaube ich aber auch trotzdem, obwohl es inzwischen ein gutes Business geworden ist, aber ich glaube, ist Surface einfach von der Stückzahl her dann vielleicht doch nicht unbedingt attraktiv genug für so einen Zubehörmarkt. Und wie gesagt, und dann weiß ich auch überhaupt nicht, ob Microsoft überhaupt das Design offenlegt, also für diesen Port, dass überhaupt Drittanbieter-Zubehör da angeschlossen werden kann, wobei ich könnte es zwar nicht, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es keine allzu große Wissenschaft wäre, irgendwie mit Reverse Engineering rauszukriegen, über welchen Porter welche Daten übertragen werden. Also das, wenn man wollte, würde man das wahrscheinlich trotzdem schaffen. Aber ich glaube, dafür ist es dann doch wieder zu uninteressant. Ja, Marian, das Pixel, wie gehört das eigentlich zusammen? Ne? Lustig. Ja, es ist nicht leicht. Es ist bei der Verpackung sogar, ich meine, das Gerät hat leider offenbar, der Tester vor mir hat das falsch geflasht oder irgendwie sowas. Jedenfalls ist das Ding tot, ich muss es. Ich war das nicht, das war schon so. Naja, das kennt man doch. Muss ich es zurückschicken. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, und das bei der Verpackung ist, ich habe es jetzt da hinten, bevor ich wieder das Mikrofon abbaue, da ist eine Bedienungsanleitung dabei, wie ich die Tastatur mit dem Tablet zusammenführe und wie ich es nicht machen darf. Weil, nachdem das ja unabhängig vom Gerät irgendwie funktioniert, muss das Ding ja auch geladen werden und das wird durch diese Magnete gemacht. Aber interessantes Gerät, mal schauen. Mal gucken, wir werden sicherlich was dazu lesen bei dir. Um das Thema jetzt hier mit dem Tab Pro S noch abzuschließen, noch eine Information, die es dann vielleicht interessant macht für Leute, die ein Galaxy-Smartphone haben. Es wird auch vermutlich Ende März noch eine App geben, die man dann eben auf dem, also hierauf installiert und auf seinem Galaxy-Smartphone. Und dann wirst du zum Beispiel in der Lage sein, mit dem Fingerabdruckleser auf deinem Galaxy Phone das Tablet zu entsperren. Das ist ganz witzig. Also du hältst da den Finger drauf und schwupps, öffnet sich entsperrt sich dein Windows-Gerät. Und da sind so ein paar andere Nettigkeiten sind da auch noch mit drin in dieser App, die dafür sorgen, dass quasi ein Android-Smartphone und ein Windows-Tablet von Samsung schön zusammenspielen, was natürlich auch wieder so gleich die Illusion zerstört, dass da möglicherweise was kommen könnte in Richtung Windows Phone von Samsung. Also habe ich natürlich auch versucht rauszuhören, ob da irgendwas in der Mache ist und also eher nicht. Man beobachtet aber von Samsung jetzt sehr interessiert und gespannt den Markt. Es sind also auf jeden Fall im Windows-Bereich noch Geräte in Planung. Ob die dann erscheinen werden, ist wieder ein anderes Thema, weil man halt sich den Erfolg anschaut, den jetzt auch dieses Gerät nachher im Markt hat und dann eben sich überlegt, ob man eventuell nochmal nachlegt. Es könnte sein zum Beispiel, dass es von dem Tab Pro S dann noch weitere Konfigurationen gibt, also mit zum Beispiel mit mehr internem Speicher oder mehr RAM und so. Und so schaut man jetzt eben mal, wie die Sache da läuft. Finde ich echt spannend. Vor allem diese Entsperrgeschichte hört sich ja sehr, sehr interessant an. Erinnert mich jetzt an die Bluetooth-Geschichte, die heute herausgekommen ist, dass man mit dem Phone den Desktop entsperren kann.
glaube, da werden noch einige Sachen passieren. Finde ich grundsätzlich eine coole Geschichte. Apropos Apps. Mich hat der liebe Entwickler oder die lieben Entwickler, so wenn ich das Mail finde, da, der liebe Björn hat ja, und du hast vor einigen Tagen darüber berichtet, Ich war das, der Dirk, oder aber der Dirk, es stand eben bei uns, ja. genau, hat mich denn gefragt, ob ich denn nicht kurz einmal auf ihre App, die jetzt bald rauskommt, aufmerksam machen möchte, nämlich die tägliche Schau, eine App für die Tagesschau der ARD. Stimmt das? Ist das eine ARD-Geschichte, die Tagesschau? Ist, ach Ja. so, du bist ja Ausländer, ja klar, dann kannst du das nicht wissen, ja. Jedenfalls von ARD gibt es anscheinend iOS und Android-Apps, nur für Phone Genau. natürlich Da gibt's keine, auch, es gibt auch eine oder? Tagesschau-App, Ach. aber die ist halt irgendwann in einem im vorigen Jahrhundert stehen geblieben Also, okay. und wird jetzt nicht mehr weiterentwickelt. Aber sehr spannend und das ist ja auch mal gerade das, was die, was eben dann wieder den Reiz ausmacht der Windows-Plattform, dass dann eben so engagierte, unabhängige Entwickler kommen, die sagen so, wir schnappen Tagesschau uns das der Thema jetzt und wir ARD. zeigen jetzt da mal, Stimmt das? wie Ist das sowas eine aussehen könnte. ARD-Geschichte, die Tagesschau? Und das macht dann Ja. eben Ach den so, okay, Reiz du bist aus ja und entschädigt Ausländer, dann ja auch wieder für klar, so dann manche kannst du App, das die nicht man wissen, halt ja. Jedenfalls von dann ARD eben doch gibt es nicht anscheinend hat. iOS und Android-Apps, nur für Finde ich Phone eben, genau. natürlich Da gibt es keinen auch, es Entwickler gibt auch. oder unterstützt meines Erachtens nach. Das finde ich eine coole Geschichte und vor allem, weil die Jungs viel Zeit wahrscheinlich da investiert haben und auch investieren werden, Updates und so weiter. Und am Ende des Tages ja mehr oder weniger keine Unterstützung dafür bekommen werden, finde ich. Also Hut ab, Daumen hoch und einfach weiter so. Jo, kann man nur unterstützen. Und sobald die App dann draußen ist, werden wir sicherlich auch nochmal drüber berichten. Frage Dann kam hier kannst du gerade das noch, ob das, nicht manche App, die man na, halt, ob das Samsung jedenfalls Windows Hello von unterstützt, ARD, ob tut sich es nicht. anscheinend Also iOS eine und Android Kamera Apps ist keine drin für und auch Phone kein natürlich Fingerprint, Reader keinen leider. Entwickler unterstützt, meines Ja, Erachtens nach. ich Das muss ist jetzt eine gerade coole wieder, Geschichte nachdem ich jetzt und ein seit ein Vorbild. paar Tagen oder seit 2 Wochen circa das Surface Book hier habe, muss ich auch wieder sagen, das ist einfach so komfortabel und es ist, ich glaube, jemand, der es nur so kennt, vielleicht auch vom Video oder vom Erzählen, das sagt, Ein ach paar komm, Tagen hör oder auf, seit was zwei soll denn Wochen. daran so besonders Ich bin, sein? wie Und ich irgendwie, bin. das ist aber Ich einfach fahre schon so immer lieber das Auto ein als die nettes Wespe. Feature, dass Ich ich sage viel dieses zu selten, wie Gerät viel Zeit ich hochfahre damit und verbringe. es Aber nur indem ich ein angucke Expert-Gesicht pflege, weil sie und es mir einfach wert eingeloggt sind. bin, dann Ihre muss das, Energie man muss verdiene das selber ich erleben. Das ist zusammen mit einfach, es macht einfach Oxygen, jeden Tag wieder Spaß. wettkampfmüde Männer. Ja. Und nachdem ich ja das Trackpad schon so gefeiert habe im Surface Book, Weil sie das es wirklich einfach genial ist eingeloggt und und das wieder so ein man muss Thema das ist, selber ich, erleben. der die Einfach Dinge mal einfach einfach nicht jeden Tag mag, wieder Spaß. ja. Und Finde dieses Trackpad so genial, nachdem ich muss ja ich sagen, mittlerweile auch, nachdem ich die übliche Eingewöhnungszeit hinter mir habe, was also auch absolut göttlich ist beim Surface Book, sei erwähnt, mag wieder ist Spaß. die Tastatur. Ich habe Und finde gestern dieses mal so Trackpad so spaßhalber, genial, nachdem ich muss ja ich sagen, Microsoft mittlerweile auch, Deutschland nachdem ich angetwittert und habe gesagt, ich möchte gerne die Tastatur von dem Surface Book als Zubehör haben für mein PC. Ja, baut mir sowas. Was hast du gerade Schreckliches gesehen? Moment, sorry, ich habe gerade versucht, in den Stream zu hören, ob wir uns auch gut anhören, nur ich habe nicht beachtet, dass die Leute hören das, was ich höre auch. Also, sorry Leute, sorry, 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 ist schon wieder weg. Einmal mit Profis arbeiten. Jetzt hat wahrscheinlich niemand gehört, was ich gerade gesagt habe. Naja, so Ja, geht so eher müde Männer und es. Egal. Ja, nö, das will ich auch nicht mehr. Nee, okay. Wir hatten gerade ein bisschen den Faden verloren. Ach so, ja. Frage war noch nach einem Surface 4. Eigentlich würde es jetzt anstehen. Ja, wenn man mal so, also vor einem knappen Jahr wurde Surface 3 angekündigt. Ja. Und was hast du jetzt wieder gemacht? Ist das Ton jetzt ganz weg oder darf ich sprechen? ja. Alles gut, ja. ja, Surface 4 würde jetzt hier eigentlich anstehen zur Vorstellung. Ich habe wirklich auch außer Gerüchten noch überhaupt nichts gehört, was ja aber im Surface-Umfeld alles andere als ungewöhnlich ist. Die Jungs haben das mit der Geheimhaltung ja leider ziemlich gut drauf. Ja, ich weiß nicht, aus was für Keller Microsoft da in Redmond liegen hat oder gegraben hat, wie tief diese Keller sind. Jedenfalls eben, wie auch, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesagt, im HoloLens und Surface Book. Das sind, also zu diesen Geräten gab es einfach und gibt es keine Leaks.
weiß nicht, wen Microsoft hier regelmäßig umbringen lässt von Hitman. Wahrscheinlich. Oder es ist ja sensationell. Also ja, richtig. Also naja. Hut ab für wenn diese Geheimhaltung. Anbietet, ja, wenn mir mal irgendjemand anbietet, mich da in Geheimnisse einzuweihen, werde ich, glaube ich, ablehnen, weil ich auch zu viel Angst habe, dass ich anschließend erschossen werde. Ja. Ja, also ja, cool. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ob jetzt unbedingt, wie auch kolportiert wurde, zur Build in der Richtung was gezeigt wird, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, wenn, weil es ja eigentlich halt eben da nicht um Hardware geht, ich könnte mir vorstellen, wenn man auf der Build über neue Hardware spricht und tatsächlich neue Hardware zeigt, dann sicherlich nicht in Form einer Evolution, also dass man jetzt sagt, wir haben jetzt hier halt das Surface 4 mit halt mit dem diesjährigen Intel Atom und mit nochmal ein bisschen verbesserten Typecover, dann muss es schon was Revolutionäres sein, also irgendwas, was auf komplett neue Features aufsetzt, die dann demnächst kommen oder so, also irgendwas Bahnbrechendes eben. Und ja, wer weiß. Ich werde es mir übrigens vor Ort anschauen, wenn ich mir ein bisschen angeben darf. Du bist ja leider nicht dabei dieses Jahr. Ich werde mir also einen anderen Tischnachbarn suchen müssen. Haben die dich jetzt, also bist du dort? Yep, cool. Seit heute weiß ich das jetzt endgültig sicher. Ja, ganz rechtzeitig auch, dass wenn man sich Urlaub nehmen müsste, das auch rechtzeitig dem Arbeitgeber mitteilen könnte. Aber du bist ja Gott sei Dank dein eigener Chef. Ja, ich werde mal mit meinem Chef reden, heute Nacht im Schlaf, gucken, ob er mir frei gibt. Das Gewinnspiel ist jetzt live. Ich habe in den Chat den Link gepostet, falls wer den Chat nicht sehen kann. Das ist von meinem Vornamen, marian.click, also mit Cäsar, click, /e. Dann kommt ihr direkt zum Gewinnspiel, also auf meine Webseite marianblockt.at. Und dort habt ihr so Kleinigkeiten, die ihr machen müsst, damit ihr ein Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ja, drücke euch allen die Daumen. Dann wünsche ich viel Glück. Aber haut nicht gleich ab, sondern bleibt noch einen Moment hier. Ja. Wir haben ja noch eine Viertelstunde. Und ja, geht nachher dann schön was gewinnen. Ja, wie gesagt, nochmal zum Thema Build nochmal zurückzukommen. Wenn da in Richtung Hardware was passiert, dann, wie gesagt, denke ich, wird es was komplett Neues sein. Und ob man jetzt so Richtung Phone-Geschichten so, ich denke, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Ich weiß es aber nicht, lass mich gerne überraschen. Ich könnte mir schon aber vorstellen, dass man so ein Modell, wie das HP jetzt auch angefangen hat, also mit diesem Elite X3 und diesem Mobile Extender, also sozusagen mit diesem gehirnlosen Notebook, Display, Tastatur und Akku und den Rest macht das Smartphone. Das finde ich schon ein recht interessantes Konzept und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man das auch für das Surface aufgreift. Also quasi ein Surface, das aussieht wie ein Surface, aber halt eben keins ist, sondern nur in Anführungsstrichen ein dummes Display mit einem ordentlichen Akku drin und einer Tastatur dran, das dann eben über das Surface Phone, wenn es denn dann so heißt, per Continuum befeuert wird. Das könnte ein interessanter Ansatz sein und wie gesagt, ich weiß nur nicht, ob die Zeit jetzt schon reif ist dafür oder ob man einfach nur ob man überhaupt über solche Dinge spricht. Aber irgendwas extrem Spannendes muss ja schon kommen. Ich glaube, dass sie in die Richtung eventuell noch gehen werden, HoloLens eventuell eine Version 2 von HoloLens zu zeigen, beziehungsweise wo der Weg hingeht mit HoloLens. Ich glaube aber nicht, dass weder Surface Phone noch Nachfolgegeräte gezeigt werden, weil für genau die beschriebene Funktionalität braucht es Redstone. Und Redstone, wie wir alle wissen, dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, ja. Es kann ja nicht immer alles pünktlich fertig werden. Ne? Ja. Jedenfalls darf sich auch mal was verzögern, ausnahmsweise. Also wollen wir mal nicht so sein. Ich glaube, sie werden sehr viel in Richtung Software herzeigen. Ich glaube, Azure wird ein ganz interessantes Thema werden. Ich glaube auch, dass Apps, Universal App Plattform, wie auch von, ich glaube, nicht Gabe All, sondern von dem Xbox-Typen wird der geheißen. Da wo sich der Phil Spencer? Ja, ich glaube, der Phil Spencer getweetet hat, ja, Universal App Plattform ist ein Open Plattform, die auf überall laufen könnte, theoretisch. Also da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ich glaube,
Haben wir das nicht letztes Mal besprochen, dass man theoretisch die Universal Apps auch auf Android und iOS sehen könnte in Wir haben so ein bisschen fantasiert beim letzten Mal, genau. Also, Da wollte ich, an der Stelle wollte ich gerade einhaken und sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf der Build für den typischen Windows-Fan wieder so ein bisschen schwere Kost geben wird, indem man nämlich ganz, ganz starke Signale senden wird an die Leute, die für Android und iOS entwickeln. Gerade nachdem man jetzt Xamarin übernommen hat und man ja möchte, dass die Leute diese Tools benutzen, könnte ich mir vorstellen, dass man denen sehr weit entgegenkommt und dass das vielleicht durch die Windows-Brille wieder so aussieht, nach dem Motto, jetzt wollen sie dann auch noch die Entwickler tatsächlich motivieren, nur noch für Android und iOS zu entwickeln und gar nichts mehr für Windows zu machen. Also ich glaube, es geht ja auch nicht anders. Wenn du die Android- und iOS-Entwickler begeistern möchtest, künftig mit Microsoft-Werkzeugen zu arbeiten, dann musst du denen zeigen, wie toll es ist, für iOS und Android zu entwickeln mit Microsoft-Werkzeugen. Und nicht zu sagen, ihr könnt damit tolle Windows Universal-Apps bauen, weil das interessiert die nicht. Die sind eben auf iOS und Android unterwegs und genau da muss man die abholen. Man muss denen zeigen, hey, ihr könnt mit Microsoft-Tools super tolle iOS-Apps machen. Sowas glaube ich schon, dass das passieren wird. Und das ist dann wieder so ein bisschen schwere Kost. Das muss halt jetzt vertreibt man die Entwickler hier mit Gewalt. Aber ich glaube, es geht halt, wie gesagt, darum, das Fernziel von Microsoft ist ja immer noch das, eine also echte plattformübergreifende Entwicklung zu schaffen. Und das geht eben tatsächlich nur, wenn man die Leute erstmal einfängt, dort, wo halt eben im Moment die Musik spielt. Und das ist eben nun mal auf den anderen Plattformen. Und dann kann man, wenn das gelingt, irgendwann in 2, 3 Jahren oder so, dann vielleicht auch hoffen, dass das dann entsprechende Effekte hat, dass die Leute sagen, hey, okay, cool, ich verwende das alles und wenn ich jetzt unten rechts noch das Knöpfchen drücke, dann kommt auch noch eine Windows-App dabei raus. Und dann hat man das Ziel erreicht. Kurzfristig ist da auch in der Richtung, glaube ich, nicht unbedingt viel zu erwarten. Richtig, absolut. Vor allem, wenn man die Tatsache bedenkt, dass vor allem bei jungen Unternehmen, Startups und so weiter Microsoft ja in Wahrheit keine Rolle spielt, dass sich der Microsoft ja mehr oder weniger wieder ins Bewusstsein rufen lassen muss, dass man nicht nur mehr die Company aus 1998 ist oder wann auch immer und man auf Mac und Co. gewechselt ist, sondern dass man weit mehr als Windows hat eben und dass man mit Visual Studio Code und den ganzen anderen Werkzeugen, jetzt auch Xamarin, durchaus eine Plattform anbietet, die nicht Windows voraussetzt, sondern die Möglichkeit bietet, eben auf allen Plattformen zu programmieren und so eine breite Nutzerschicht zu erreichen, ohne dass man jetzt Windows nutzen muss als Unternehmen. Mal schauen, vielleicht ändert sich ja mit Snapchat wieder die Meinung. Also mehr Wunschdenken. Naja. Übrigens, auch wieder ein Fauxpas, mein Gott. Heute lasse ich kein Fettnäpfchen aus, dabei ist die erste Sendung doch so gut gelaufen. Ja, jetzt hat es Was hast du jetzt wieder gemacht? es hat ja die ganze Zeit gezwitschert bei mir, weil halt jetzt alle via Twitter teilnehmen auch. Und meine Twitter-App zwitschert halt gerne. Und nachdem ja alle hören, was ich höre, hat man das jetzt auch im Stream gehört. Also der Podcast wird sehr amüsant werden. Ich glaube, ich lasse die Sendung aus, das Podcast. Furchtbar, furchtbar. Genau, vielleicht Gut. noch ein Thema, was interessant, weil wir auch die Xbox ganz kurz angeschnitten haben. Es gab jetzt die vergangenen 2, 3 Wochen die Gerüchte nach einem Interview von Phil Spencer, das oder von Major Nelson, dass man eventuell die Xbox modular gestalten wird, dass es noch mehr PC-like wird und dass man eventuell die Xbox aufrüsten wird können. Ich habe mir jetzt den Podcast angehört, wo das natürlich auch wieder dementiert wurde, was ja eh klar war, sondern dass man halt die Xbox natürlich, weil man jetzt auf eine PC-Plattform umgestiegen ist, jetzt sich nicht 7, 8 Jahre Zeit lassen kann, um neue Hardware zu bringen, sondern dass hier die Intervalle kürzer werden, was zu erwarten war, meines Erachtens nach. Also ich glaube, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass man aufgrund der Tatsache, dass sich die Plattformen, die X86-Plattform so rasant weiterentwickelt,
dass die AMD-APU, die jetzt schon da drin ist in der Xbox, schon eigentlich überholt ist eigentlich. Und man hier theoretisch ja viel bessere Hardware schon einbauen könnte. Was Microsoft wahrscheinlich auch tun würde, könnten sie die Uhr nochmal zurückdrehen. Ja, und grundsätzlich eben, also mir gefällt die Entwicklung bei der Xbox, ich bin recht happy damit. Auch die Tatsache, dieses Cross-Buying ist, glaube ich, ist die Zukunft. Und allein auch, was man jetzt angefangen hat, die Spiele über den Windows Store zu verkaufen, dass das eine Reaktion hervorgerufen hat, finde ich gut, dass man da irgendwie in die Diskussion kommt, ein bisschen weg von Steam vielleicht, weil es ist auch nicht gut und da wird mir wahrscheinlich auch jeder hier zustimmen, dass eine Plattform, eine Alleinherrschaft einer Plattform nie gut ist und dass da auch endlich mal Bewegung kommt. Und ich lasse Origin und Uplay absichtlich außen vor, weil die keine Rolle spielen, sondern eben nur Steam. Und ich glaube, wenn Microsoft da ins Business jetzt ein bisschen einsteckt und mit innovativen Ideen Dampf macht, nämlich Cross-Buying, dann bringt die Sache dann schon ins Rollen. Dass das Store diverse Features nicht unterstützt, wie multiple Grafikkarten und V-Sync und so weiter und so fort, alles klar, das natürlich. Das Problem wird die Zeit lösen, schätze ich mal. Richtig, das ist der geht Punkt. Ja die ja. Entwicklung auch. Geht hier die Entwicklung auch weiter. Aber ich sehe es trotzdem auch schon noch so ein bisschen, ich sehe es schon noch so ein bisschen kritisch. Also natürlich glaube ich schon, dass Microsoft gern alles im Store hätte, weil die ja logischerweise da auch kräftig mitverdienen, wenn die Spiele über den Store verkauft werden. Aber dass man sich das leisten kann, also gerade gegen Steam quasi so offensiv zu fahren und also quasi so offen in einen offenen Konkurrenzkampf mit denen zu treten, das glaube ich jetzt eher nicht. Und es gab ja auch schon verschiedene Gerüchte über eine Zusammenarbeit zwischen Steam und Microsoft. Und also ich denke schon, dass die miteinander reden, auch wenn man da in der Öffentlichkeit quasi noch nichts gesehen hat. Aber dafür ist beides einfach zu wichtig. Und ich denke, die werden da einen Modus finden, mit dem beide in irgendeiner Form glücklich werden. Ja. Absolut, ja, und ich glaube auch, also das ist jetzt meine Vermutung, nicht, dass ich da irgendwas wissen würde oder so, ich glaube auch, dass man, also Steam lebt natürlich von Windows, ganz klar, es mag zwar diese Steam-Maschine geben, es mag zwar die tollen Steam-Konsolen, Gaming-PCs, wie auch immer die Dinger heißen, geben und Steam auf anderen Plattformen, aber das spielt ja alles keine Rolle, wenn man sich die Statistiken allein von Steam ansieht. Steam ist eine Windows-Plattform. Die zwei, ohne Windows gäbe es Steam nicht. Und ich glaube, dass hier wir eine Cross-Buying-Geschichte sehen werden mit Steam und der Xbox. Weil es gibt so Spiele wie Just Cause 3 auf allen Plattformen, es gibt so Spiele wie, was wird noch auf Steam vertrieben? Die Sims, glaube ich, gibt es auch für die, das weiß ich jetzt aber. Aber jedenfalls Spiele, die auf beiden Plattformen existieren, das würde doch Sinn machen, dass wenn ich das auf Steam gekauft habe, auf der Xbox zocken kann, ohne mehr dafür zu bezahlen und umgekehrt natürlich auch. Und da mal schauen. Genau das Gleiche habe ich auch spekuliert. Und das wäre auch für beide wirklich eine Win-Win-Situation. Also da tut einer dem anderen nicht weh. Der Gedanke zwingt sich geradezu auf. Ja. Ich sehe jetzt schon zum wiederholten Male hier im Chat und ich habe auch Kommentare schon gelesen. Anscheinend gibt es mächtig Probleme mit dem Stream, dass der laufend hängen bleibt und so. Das ist natürlich sehr unschön. Ich habe können wir wohl aber halt auch leider nicht allzu viel dafür oder dagegen tun. Also nur zur Aufklärung jetzt, ich habe mich in den letzten zwei Wochen noch ein bisschen informiert. Also ich habe den Stream jetzt nebenbei immer laufen, also es hängt wohl auch mit der Internetleitung zusammen. Der Stream rennt auf 3.500 Kilobit pro Sekunde. Das heißt, man bräuchte ungefähr einen Download von mindestens 4 Mbit, damit das Ganze flüssig läuft. Achtung, das durfte ich auch lernen. Alle Downloads und Uploads abbrechen natürlich. Und ich versuche, also der Punkt ist, damit man die Qualitätseinstellungen bei Twitch ändern muss man regelmäßig senden. Das tun wir nicht. Deshalb können wir kein sogenannter Twitch-Partner werden. Und ich bin am Überlegen, wie wir dieses Problem lösen können. Aber im Moment sind wir darauf angewiesen, dass ihr schnelle Internetleitungen habt.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht werden der Martin und ich anfangen, täglich zu senden, damit wir uns einen Twitch-Partner Genau. holen. Tägliche Schau haben wir ja vorhin gehört. Hier kommt eine App vielleicht. Hängen wir uns damit rein. Richtig, ja. Jeden Abend 20 Uhr die Windows-Tagesschau. Es Warum nicht? gibt halt bei manchen haben eben keine Probleme, dann gibt es wieder andere Nutzer, die halt leider Probleme haben. Steht und fällt eben mit der Internetgeschwindigkeit. Sagt den Kollegen und der Familie im Haushalt oder in der WG, die sollen mal aufhören, ihre Schmuddelfilmchen zu Also, streamen. du darfst nicht immer von dir auf andere schließen, gell? Ja, schon. Ja. Ja, ich denke, wir sind auch soweit eigentlich durch. Also, ich habe hier auf meinem Spickzettel nichts mehr stehen, was ich noch besprechen wollte. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr im Chat stellen wollt oder so, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Oder ihr müsst für immer schweigen. Ich schaue mal noch, ob per E-Mail noch irgendwas Interessantes reingekommen ist. Das Ja, der Big Papst ist sagt, noch nicht der Fall. also Martin, der Big Papst meint, wir sollen eine tägliche Zusammenfassung aller Artikel bzw. des Tagesgeschehens machen. Also wir gehen die Tagesschau, Schautag, das ist ein namensrechtliches Aber ich Problem. denke, da sollten wir uns vielleicht irgendwie eine attraktive Sprecherin oder so. Hat die Elsa vielleicht irgendwie ab und zu mal abends Zeit? Ich gebe dir ihre E-Mail-Adresse, macht dir das bitte also. Ja. Also ich glaube, die würde auch tatsächlich am ersten Abend gleich so viel Quote haben wie wir in 10 Sendungen zusammen. Ne? Aber gut. Ja, eine Frage finde ich gerade hier noch in meinem Postfach zum OneCast, die ich allerdings noch nicht beantworten kann, nur vorlesen will ich sie trotzdem. Bezüglich Firmware-Updates für ältere Lumias im Vorgriff auf den Rollout von Windows 10 Mobile. Ich kann euch auch nur das sagen, was ihr selber schon gehört habt, nämlich dass es geheißen hat, es kommen, bevor der Rollout beginnt, noch Firmware-Updates für verschiedene Geräte, damit die eben entsprechend abgestimmt sind auf Windows 10 Mobile, für welche Geräte das die kommen und wann die kommen, keine Ahnung. Und selbst wenn ich ein Datum und eine Uhrzeit aus todsicherer Quelle wüsste, würde ich den Teufel tun, doch mal irgendwas sagen, weil ja, mir das Thema echt zum Hals raushängt. Und ich Gott froh bin, wenn das dann irgendwann mal losgeht, einfach damit wir das von der Platte haben, einfach und nicht alle paar Tage, dass wir da aufwärmen müssen. Also, ja, ich glaube, ja, Gott, das ist wieder die. Ich glaube, Microsoft hat sich da so in eine Sackgasse geritten, aus der sie nicht mehr herauskommen. Mit, ich weiß nicht, vielleicht versteht man auch das Insider-Programm ein bisschen falsch. Na, wobei, ja, Lumia 650, 59 XL und 59 haben ja Windows 10 Mobile. Also ist es, glaube ich, auch gerechtfertigt, ständig nachzufragen, wann denn endlich das Update kommt für die Ja, nee, anderen ich finde, Geräte. also da gibt es jetzt nichts Naja. mehr falsch zu verstehen. Absolut, Das ja. Ding hat halt einfach Verspätung ohne Ende. Und die Leute wären schon viel weniger sauer, wenn man das mal zugeben würde. Weißt du, also ich habe, es hat die Tage einer auf Facebook gespaßt und hat gemeint, so, das ist Windows 10 Mobile, ist der digitale BER. Ja, das sagt dir wahrscheinlich sogar in Österreich was. Dann habe ich halt geantwortet auf diesen Kommentar und habe gesagt, ja, es gibt nur einen wesentlichen Unterschied. Wenn Microsoft den BER bauen würde, hätten die bis heute nicht zugegeben, dass es eine Terminverschiebung gibt, ne? Sondern hätten gesagt, wir legen immer noch im Plan, ist alles gut, alles genauso, wie wir es von der ersten Sekunde an geplant hatten. Das ist so der Unterschied. Und das ist also das ist das, was mich selber dann auch immer wieder aufregt. Ist, Leute, stellt euch doch einfach mal hin und sagt, wie es ist, und sagt, ey, ja, wir wissen auch, es ist auch, uns regt es auch auf, wir finden es auch kacke, aber es dauert halt einfach noch ein bisschen. Und schon wären die Leute wieder wesentlich entspannter und würden sagen, ja, okay, naja, wir haben euch ja trotzdem lieb, Microsoft. Nehmt euch noch ein bisschen Zeit und macht es nur in Ruhe fertig. Ja, vor allem bei Aber gut. Project Astoria haben sie es ja letztendlich ja doch geschafft, das quasi zuzugeben, dass das Ding zu Grabe Aber getragen wurde. auch wieder nicht so, Also ja, halbherzige. also für ihre Verhältnisse dann doch sehr deutlich, ja. Richtige. Ich meine, Silverlight lebt ja theoretisch nach wie vor. Gibt's immer noch. Voll committed, stehen voll hinter dem Produkt. Ja, aber immerhin, also das muss man eines schon sagen, dass Gott sei Dank, dass die Windows-Nutzer jetzt auch Sky nutzen können, also Sky Go. Was ja lange Zeit dann nicht danach ausgesehen hat. Also da bin ich echt happy, dass Sky sich wohl
des Marktanteils von Windows 10 bewusst geworden ist und die App endlich anbietet. Ja. Wir werden sehen. Gut. Gut. Ja, dann Von mir verabschieden wir aus uns. wäre es das. Ja, von mir auch. Tschüss. Klack. So, Prost. Also, Jo. wir entlassen euch gleich wieder in die Champions League. Ich bin mir ganz sicher, dass Wer spielt denn wir heute? Ich bin überhaupt nicht im Bilde. Chelsea gegen Paris und Barcelona gegen Schlag mich tot, ich weiß es nicht. Beides uninteressant. Okay. Also, ja, jedenfalls nochmal danke fürs Zuschauen. Sorry für die etwas akustischen Aussetzer hier. Es tut mir wirklich leid. Die Videos wird es natürlich wieder auf Martin seinem Channel auf drwindows.de geben, auf YouTube später dann. Ihr könnt das Video, nachdem wir ja dank eurer Spenden, die wieder großzügig waren, recht herzlichen Dank auch hierfür. Ihr könnt die Spender unterhalb dieses lustigen Livestream-Fensters hier sehen. Könnt ihr sehen, wer für alle gespendet hat. Feel free, also wir freuen uns da über jeden Cent. Und das ermöglicht uns, dass wir die Turbo-Geschichte von Twitch abonnieren und somit euch die Videos länger zur Verfügung stellen. Und ihr sie dann länger schauen könnt auf Twitch, falls euch das nicht genehm ist, natürlich dann auf YouTube. So, und jetzt bin ich auch fertig. Und natürlich, dass ihr den Podcast fleißig abonniert. Also eure Unterstützung ist sensationell. Das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Danke, danke, danke und tschüss aus Wien. Jetzt bist Ja, du dran. jetzt sage ich noch Tschüss aus Rastatt, weil deinem Schlusswort habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Dann wird hoffentlich auch unser Gast da sein, der eigentlich heute schon hätte da sein sollen, aber dann eben halt leider absagen musste. Ja, dann sehen Ach, wir uns noch in ganz 2 Wochen kurz, weil wieder ich am. gerade die Frage gesehen habe, sorry, dass ich unterbreche, wann die Special Edition mit den Microsoft Discs kommt, also die OneCast Developer Edition, wie wir sie schon genannt haben, glaube ich. Ich habe die Termine Martin. jetzt nicht im Kopf, aber ich habe sie schon veröffentlicht und werde das sicherlich auch nochmal tun. Es ist noch ein bisschen hin, im April. Ich schaue gerade mal, ob ich das jetzt auf die Schnelle im Kalender finde. Auch genau, das ist ein guter Hinweis. Am Abonniert den OneCast-Kalender. Dann könnt ihr dann immer die Folgen dann sehen, wann sie online kommen und Haben euch wir den schon erinnern. öffentlich gemacht? Ja, ich habe ihn abonniert. Oh. Aber ich glaube, du bist der Einzige, der die URL hat. Oh. Weil da hat aber auch irgendwas nicht funktioniert gehabt im Test. Müssen wir nochmal danach gucken. Auf jeden Fall, da sind wir auch dran, den öffentlichen Kalender bereitzustellen, ja, wo jeder reingucken kann. Die erste Sondersendung ist, meine ich, am 19. April. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir werden noch mehrfach darauf hinweisen, auf jeden Fall. Gut, nur aber wirklich, schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen und Bis zum nächsten bis die Mal. Tage. Baba.